Hallo, ich heiße Susanne Barrett-Smith. Willkommen bei AP Live für AP German Language and Culture. Ich wollte heute einige Freunde begrüßen. Also bitte einen schönen Hallo an Frau Kahn an Massapequa High School in New York, Frau Chalky in Stuttgart in Deutschland an der High School da. Hallo. Und auch liebe Grüße an Frau Carlin bei North Creek High School in Washington State. Und Frau Friedrich bei Broad Run High School in Ashburn, Virginia. Ihr habt alle ganz tolle Lehrerinnen und ihr schafft das. Und nicht nur ihr, aber alle. Also, dass ihr hier seid, dass ihr übt. Ich freue mich richtig. Was lernen wir heute? Naja, das Erste ist, dass wir ein Thema haben und unser Thema ist Globalisierung. Wir haben natürlich 6 Themen bei der AP-Prüfung und wir konzentrieren uns darauf. Das Erste, was wir machen heute 2 Sachen. Das Erste ist die E-Mail. Und wenn ihr hier guckt, seht ihr, describe the literal meaning of the text. Understand and apply appropriate communication strategies for interpersonal writing. Und dann, understand and apply appropriate and varied syntactical expressions, so how the sentence is built, damit ihr nicht nur Subjekt, Verb für Schreiben. Jetzt guckt euch das mal an. Wir machen auch heute das Gespräch. Es ist exakt gleich. Das Einzige, was anders ist, ist hier, steht speaking und speaking. Der Rest ist genau gleich. So deswegen haben wir die 2 zusammen heute und ich hoffe, dass ihr, was ihr lernt von dem einen, auch im anderen verwenden könntet. Wir haben ein Google Drive aufgestellt und da könnt ihr das ausdrücken, damit es so aussieht wie die Prüfung, die ihr bald macht. Und wir haben auch ein Beispiel. So, unser Beispiel ist heute, dass wir unser Beispiel ist die E-Mail. Nehmt euch ein bisschen Zeit und liest das mal durch. Okay, so, ihr seht im Grün, das Wichtigste ist, dass ihr die Fragen beantwortet, alle, und dass ihr mir einige Fragen selbst stellt und natürlich, dass es formell gestaltet ist. So, wir haben den Übersicht für die E-Mail und das Thema ist, wie gesagt, Globalisierung. Eine Minute Zeit, die Übersicht zu lesen. Übersicht ist sehr wichtig, weil es uns wichtige Informationen gibt. Und manchmal merkt man, wenn man das korrigiert, dass die Leute die Übersicht nicht gelesen haben und dass sie nicht genau wissen, worum es geht. So, es hilft wirklich mit, wie man die E-Mail gestaltet. So, diese E-Mail ist von Elke Scheller, Oberstufenleiterin an ihrer Schule. Sie erhalten diese E-Mail, weil sie sich als potenzielle Briefaustauschteilnehmerin, wow, so ein Wort, gemeldet haben. So, sie, das bist du, ja? Und du willst einen Briefaustausch machen. So, das heißt, du möchtest Briefe an neue Freunde in Deutschland oder Österreich oder in der Schweiz schreiben. Okay, so jetzt wissen wir das. Du bist nicht die Lehrerin, du bist nicht eine Deutschschülerin, du bist eine Amerikanerin oder ein Amerikaner, der einen Brief schreiben will. Alles klar. Hier ist die eigentliche E-Mail. Liebe Schülerinnen, vielen Dank, dass sie am E-Mail-Austausch teilnimmt. Die Schüler in Memmingen im Bundesland Bayern freuen sich auf eure Mails. Es gibt bestimmte Themen, die in jedem Briefaustausch eine Rolle spielen und die ihr gerne gezielt ansprechen könnt. Themen wie Familienleben oder ob man einem Lehrer sagen kann, dass man
nicht so viel im Unterricht versteht, kommen oft vor. Um diese Schülerinnen bestmöglich zuordnen zu können, bitten wir um folgende Informationen. Welche Art der Kommunikation ist dir am liebsten? E-Mail, Snapchat, kurze Videobeiträge? Die fragen uns, was wir gern haben. So zuordnen heißt organisieren, dass sie sagen können, die amerikanischen Schüler passen gut mit die deutschen Schüler. Das ist zuordnen, das so machen. Okay, alles klar. Wie oft möchtest du Kontakt haben? Welche Hobbys hast du außerhalb der Schule? Außerhalb der Schule, aha, es ist ein kleiner Punkt, aber das heißt nicht, welche Fächer du machst in der Schule. Das heißt Hobbys, was du vielleicht mit deiner Familie und Freunden außerhalb der Schule unternimmst. Die Entscheidung wird nächste Woche getroffen. Daher hoffen wir, dass wir bald mit unserer ersten Kommunikation beginnen. Für zusätzliche Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Für zusätzliche Fragen. Zusätzliche extra Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, antworte ich gerne. Mit freundlichen Grüßen, Elke Scheller, Oberstufenleiterin. Aha, Leiterin. Das heißt, es ist Frau Scheller, nicht Herr Scheller. Und das ist ein bisschen wichtig. Man kann nicht sagen, hi du, wenn wir zurückschreiben. Okay, die E-Mail ist kurz, aber bitte, bitte, bitte konzentriert euch, dass ihr alles versteht, damit ihr auch alles beantworten könnt. Ein bisschen Wortschatz. Teilnehmen bedeutet mitmachen. Wir werden an einem Briefaustausch teilnehmen. Gezielt ansprechen heißt behandeln. Bestmöglich zusammentun, Partner zu finden, die beste Partner zu finden, wie möglich sind. Welche Art? Art ist ein false friend. Man denkt, oh, Kunst. Nein, es heißt, welcher Typ von. Erhalten ist bekommen, etwas bekommen. Und dann wollte ich auch noch ein paar Sätze geben, also die zum Vokabeln passen und die ihr benutzen könnt, um eure E-Mail zu schreiben. Also Begrüßungs- und Abschiedsformel, das heißt Hallo sagen und Tschüss sagen, das dürfen wir nicht so informell machen. Also ihr könntet als Begrüßungsformel sehr geehrte Frau Scheller, da kommt ein Komma. Und Abschiedsformel könnte man mit freundlichen Grüßen ohne Komma. Ein Endsatz, ich finde das immer schwer, wenn ich eine E-Mail schreibe, wie sagt man und Tschüss am Ende. So, ein Endsatz ist, falls Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit per E-Mail erreichen. Die E-Mail ist immer formell. So diesen Satz könntet ihr immer benutzen. Es muss nicht diesen Satz sein. Ihr könnt auch eine andere finden, die gut zu euch passt. Okay, jetzt seid ihr dran. Wir üben ein bisschen. Deine E-Mail, um zu schreiben, habt ihr 10 bis 15 Minuten. Normalerweise gibt eure Lehrerin oder euer Lehrer euch vielleicht 15 Minuten. Aber wir haben schon einige Minuten damit verbraucht, dass wir die E-Mail gelesen haben. Und das zählt von diesen 15 Minuten ab. Also habe ich gesagt, so 10 bis 15, damit ihr das mit der Zeit übt. So, fängt damit an. Sehr geehrte Frau Scheller. Und ihr seht hier, dass ich die erste Zeile habe ich ein bisschen, ich habe so 5 Lücken da und dann vielen Dank ist nicht groß geschrieben. Warum? Ist das ein Tippfehler, Frau Smith? Nein, das ist richtig so. So, man hat hier die Begrüßung am Anfang und der Satz geht weiter. Also ist es nicht groß geschrieben. Und am Ende mit freundlichen Grüßen und deinen Namen da schreiben.
Wenn du nicht willst, dass dein Name auf der E-Mail geschrieben wird, könnt ihr auch so etwas wie Fritz oder Helga schreiben. Es muss nicht dein Name sein, es kann aber dein Name sein. So, mach jetzt bitte eine Pause und schreib eure E-Mail so 10 bis 15 Minuten. Okay, hier ist ein Beispiel. Wir haben schon jetzt die E-Mail fertig hinter uns und ich dachte, weil die so ähnlich sind, die E-Mail und das Gespräch, wir powern einfach durch und wir machen jetzt das Gespräch auch zusätzlich. Danach können wir das alles ein bisschen analysieren, wie das für dich gelaufen ist, okay? Also, hier haben wir das Gespräch, die Anweisungen. Nehmt euch ein bisschen Zeit und liest das mal durch. Okay, das Wichtigste ist, ihr habt hier, wie gesehen, eine Minute, um das Gespräch vorzubereiten. Das ist etwas, was ein bisschen Übung braucht, weil ich glaube nicht, dass ihr normalerweise so Gespräche mit Computer so hält, wo ihr 20 Sekunden Zeit habt. Das ist eine Übungssache und Bedürfnissache. Jedes Mal habt ihr 20 Sekunden Zeit. Das heißt nicht, dass ihr die ganze 20 Minuten sprechen müsst, aber oft sind die besten Antworten die, die die ganze Zeit benutzen. So, sprich die Antworten gut durch und das wird schon. Also, hier haben wir unsere Übersicht. Das Thema heißt Alltag. Ich weiß, ich habe gesagt, dass es Globalisierung ist, aber ich habe das hier gewählt, weil es ein internationales Thema hat. Dies ist ein Gespräch mit ihrer Freundin Gabi in der Schulcafeteria. Sie führen dieses Gespräch, weil Gabi an einem Austauschprogramm mit einer Schule im Ausland teilnehmen möchte. Okay, die Übersicht, so wichtig, weil du möchtest nicht einen Austausch machen. Gabi, deine Freundin, möchte diesen Austausch machen. So, sie möchte im Ausland gehen. Das heißt, sie möchte, hallo Highlighter. Sie möchte vielleicht in die Schweiz fahren oder nach Österreich. Und sie bespricht das mit dir. Okay, dass wir klar sind. Die Perspektive ist wichtig hier. Okay, so wir haben hier die Übersicht des Gesprächs. Gabi ist unsere Freundin und sie bist du. Warum habe ich überall rote Striche durch sie geschrieben? Naja, meine Schüler, ihr macht das bestimmt nicht, aber meine Schüler, manchmal, wenn sie überall sie sehen, fangen sie an, sie zu sagen. Und das geht nicht, das passt nicht. Du sprichst mit deiner Freundin. Also sollte es du sein. Ihr sollt euch nicht siezen. Also machen meine Schüler das oft so, Strich, 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 damit die sich daran erinnern, oh ja, du. So, Gabi fängt an. Sie begrüßt und stellt eine Frage. Okay, oft ist es sowas wie, hallo, wie geht's? Du begrüßt Gabi und fragst nach Details. So, dieses Fragen habe ich im Grün. Warum? Wenn Gabi sagt hier oben, hallo, wie geht's? Und du sagst, gut. Naja, das ist eine Antwort. Es passt, aber es ist keine 4 oder 5 für die Note, weil du nicht fragst nach Details. So, du könntest fragen, und wie geht's dir, wenn das die Frage wäre? Okay? Also deswegen ist das hier so wichtig, weil man könnte das Gefühl haben, wenn man einfach zuhört zum Gespräch, oh ja,
Ich habe das super gemacht, aber vielleicht hast du nicht alle Antworten gegeben. Okay, weiter geht's. Gabi erzählt etwas und fragt nach ihrer Meinung. Oh boy, okay, Meinung. Meinung, Opinion. So, du musst dieses Detail geben, was du denkst. Du sagst deine Meinung und begründest sie. Begründen, sagst warum. Gabi nennt ein Problem und stellt eine Frage. Ihr werdet sehen, das ist das Normale in dem Gespräch, dass man so Hallo hat, in der Mitte hat man ein Problem und am Ende so ein bisschen Abschied oder Lösung vom Problem. So, du, weil du eine gute Freundin bist oder ein guter Freund, du machst ein paar Vorschläge. Vorschläge, Plural. Also du gibst Antworten. Oh, du könntest das machen oder das machen. Gabi bedankt sich und stellt eine Frage. Du beantwortest die Frage und begründest deine Antwort. So, du sagst, warum. Hier begründet ihr ihre Antwort. Was sehr, sehr gut kommt, ist ein Weil-Nebensatz. Das passt immer. Gabi antwortet und macht einen Vorschlag. Vorschlag gibt eine Idee. Und du antwortest. Okay, alles gut? Vielleicht fragst du dich, ach, warum haben sie überall sie und ihre? Naja, wenn man den Test schreibt, will man respektvoll zu dir sein. Und deswegen ist es im Sie, wirst du gesiezt. Wirst du gesiezt. Kompliziert. Naja, ihr schafft das. Okay, Wortschatz. Die Meinung, was du dazu denkst, begründen, also warum sagen, weil kommt hier sehr gut. Der Vorschlag, die Idee. Ich sage meinen Schülern immer, wenn ich eine super tolle Idee bekomme, dann mache ich, oh, so eine gute Idee. So, ich schlage mich hier in der Stirn und das ist ein Vorschlag. Naja, vielleicht könnt ihr euch dran erinnern. Der Infoabend, das ist ein Meeting für die Eltern vielleicht mit Informationen. Das Austauschprogramm, ein langes Wort, aber es bedeutet nur, dass die Schüler ins Ausland fliegen und die tauschen sich. Teilnehmen ist mitmachen. Lassen mich, also reflexiv, erlauben mir sagen, dass es okay ist. Vielleicht Eltern zu einem Kind. Überzeugen, dass andere deine Idee auch gut finden. So überzeugen ist, man sagt, hey, bitte, 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 machen wir das so. Und die Eltern, ja, natürlich. Du bist so ein gutes Kind, wir machen das so. Überlegen, über etwas nachdenken. So darüber nachdenken. Und für kulturell, das ist das German Language and Culture Exam. So, es ist wichtig, ich lade dich ein, bedeutet, ich bezahle für dich. So, wenn du auf Google Translate siehst, ich lade dich ein, das bedeutet, I invite you. Aber die Kultur weiß, das bedeutet, ich bezahle für uns beide. Ich lade dich ein. Gut, alles klar. Los geht's. So, zuerst müssen wir ein bisschen Fitness machen. Das heißt, du musst Deutsch sprechen und nicht nur mich beim Deutschsprechen zuhören. So, drück die Pause-Taste und sprich 30 Sekunden mit dir selbst auf Deutsch. Okay, jetzt seid ihr dran. Wir üben ein bisschen. Wir üben das Gespräch mit dem Computer. Und ich weiß, das macht ein bisschen nervös, wenn man das wirklich machen muss. Aber Übung macht den Meister. Wenn ihr das übt, schafft ihr das. So, ein paar Tipps. Mach keine Pause. Du musst den Zeitdruck üben. Meine Schüler, manche drücken oft auf der Pause-Taste, überlegen sich, was sie sagen könnten und dann sprechen. Das ist unrealistisch. Die Prüfung ist bald und
du schaffst das, ja, mach einfach durch. Hast du Probleme mit den Vokabeln? Du weißt nicht, was Tasse ist. Dann sag einfach, ich trinke Tee. Ja, du musst nicht aus einer Tasse sagen. So, kein Problem. Mach weiter. So, wenn du Probleme hast, nicht und stopp. Tief durchatmen, weitermachen. Okay, ein paar Tipps. Manche Leute ist es schwierig, wenn sie das mit dem Computer sprechen machen, was auch immer du machen musst, wenn du die Augen zumachen musst. Ich weiß nicht, vielleicht klappt das für dich, wenn du einfach so sprichst. Tief durchatmen, so machen, was immer auch immer du brauchst, um dich zu konzentrieren. Ja, das Gespräch geht relativ schnell durch. Und wenn man Probleme hat, ist es sehr oft der Fall, wenn wir die korrigieren auch, dass man hört, dass der Schüler oder die Schülerin einfach Stopp macht. Und das will ich nicht für euch. Ja, ich will, dass ihr das schafft. Okay, ich drücke jetzt auf der Taste und hoffentlich habt ihr das Papier vor euch, das erklärt, was ihr jedes Mal sagen sollt. Und wir machen das. Hallo, wie geht's dir? Schön, dass ich dich sehe. Hast du jetzt ein bisschen Zeit? Ich wollte dich mal was fragen. Ich war gestern bei einem Infoabend für Schüler und habe eine Menge über Austauschprogramme im Ausland erfahren. Ich möchte auch total gerne an so einem Programm teilnehmen. Was meinst du? Was hältst du von solchen Austauschprogrammen? Interessant. Also ich möchte das schon machen, aber meine Eltern lassen mich bestimmt nicht ins Ausland gehen. Sie denken, dass ich zu jung bin. Mit welchen Argumenten könnte ich meine Eltern überzeugen? Was soll ich sagen? Danke, das sind alles gute Ideen. Ich rede auf jeden Fall noch einmal mit meinen Eltern. Ich kenne viele, die schon mal ein ganzes Jahr im Ausland waren. Aber ich frage mich, ob ein ganzes Jahr nicht zu lang ist. Was denkst du? Ist das zu lang? Ja, vielleicht hast du recht. Ich muss mir das alles noch einmal genau überlegen. Hey, was machst du eigentlich heute Abend? Hast du Lust, später ein Eis essen zu gehen? Ich lade dich ein. Press pause to pause your recorder. Drücken Sie auf die Pause-Taste, um Ihre Aufnahme kurz anzuhalten. Okay. Now turn to the next task. Gut. Huh, ihr habt's geschafft. Das ist ein gutes Gefühl, oder? Dass man ohne Pause einfach durchmacht. So. Die Frage ist, wie war's? Ja, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Und diese zwei Aktivitäten, die E-Mail mit dem Schreiben
Und wenn man mit einer anderen Person schreibt und das Gespräch, wenn man mit dem Computer oder Gabi spricht, sind wirklich sehr ähnlich. So, hast du im Gespräch informell das Du-Form benutzt und in der E-Mail Sie-Form benutzt? Hattest du Stress mit der Zeit? Ja, so war es so, dass ihr 15 Sekunden gewartet habt und dann 5 Sekunden etwas Schnelles gesagt habt. Wenn man Stress mit der Zeit hatte, heißt das Übung, Übung, Übung. Man muss diese Zeitform üben. Ja? Und für manche Schüler ist das so, dass man vielleicht sehr gut schreibt, aber mehr Probleme mit dem Sprechen hat. Oder das Sprechen kommt dir einfach, kein Problem, aber das Schreiben gibt dir, macht dich nervös und du findest es schwer, in den 15 Minuten fertig zu kriegen. Hast du auch ein bisschen Spaß damit gehabt? Ja, also warum nicht? Du sitzt und sprichst Deutsch und du schaffst das. Also du kannst so gut Deutsch sprechen, dass du ein Gespräch einfach so mit Gabi haben kannst oder dass du eine E-Mail schreiben kannst. Ein bisschen Spaß dran ist auch wichtig, finde ich. Was sollte ich jetzt wissen? Ja, gute Frage. Ich habe einige Tipps. Und die sind, konzentrier dich. Das ist wirklich wichtig für diesen Teil, weil man vielleicht dann so oh, Eichhörnchen sagt oder denkt oder Hunger hat. Also konzentrier dich für diese Minuten. Beantworte die Fragen. Ja? meine Schüler sage ich immer, AP bedeutet Answer the Prompt. Ja? Beantworte die Frage. Und denk auch dran, könntest du es ein bisschen komplizierter machen? So kannst du noch einen Nebensatz mit weil dazu sagen. Im Gespräch kommt das ganz gut. Also wenn Gabi sagt, was sollte ich meinen Eltern sagen? Du könntest sagen, ach, ich finde, sag sie, dass du international später arbeiten möchtest. Oder du könntest ein Weil dazu sagen. Sag sie, dass du später international arbeiten möchtest, weil du das bei deinem Onkel gesehen hast und interessant findest. Ja, so der Unterschied, beide Antworten die Fragen. So, das sind beide Antworten, die eine 3 bekommen würden. 3. Aber wenn man ein Weil dazu ein bisschen komplizierter, einen Grund gibt, dann kommt es ein bisschen höher in 4 oder 5 Regionen. Versteht ihr das? Also wir können nur das benoten, was wir hören. Und letztens einfach weitermachen. So, wenn du hier dein Gespräch gibst und auf einmal kommt ein Helfer im Unterricht und will mit deiner Lehrer, mit dem Proctor sprechen, ignoriere sie, mach dein Ding weiter. Die nächsten Schritten, probier es mit den alten Examen. Wie gesagt, Übung macht den Meister. Und hier habe ich ein Bitly und da haben wir die alte Examen. Und du könntest die E-Mails und also den ganzen Examen, aber das dauert Zeit, konzentrier dich und lerne das, wo du deine Schwäche hast. Das ist schwer, weil vielleicht machst du unheimlich gern das Gespräch und willst einfach weitermachen, weil es dir so viel Spaß macht. Und Frau Smith, Sie haben gesagt, wir sollten Spaß haben, aber üb die Sachen, die ein bisschen schwierig, die ein bisschen schwieriger fallen. Und eine kleine Erinnerung, wir haben in dem Google Drive-Ordner diese Ressourcen für dich, also dass man die Prüfung in der Hand im Papier haben könnte oder auf einem anderen Bildschirm. Und so geht's weiter. Im nächsten Video läuft es um Literatur. Eine sehr ge schöne Geschichte mit Bambi ist unser Thema. Frau Becker hilft euch dabei und es werden Multiple-Choice-Fragen dazu geben. Denkt dran, diese E-Mail und Aufsätze und sowas, das sind 50% von deiner Note und die andere 50% sind die Multiple Choice. Also wenn ihr euch hier um 1 oder 2 Punkte verbessert, hilft es eure gesamte Note
unheimlich viel. Also finde ich, ist es sehr wichtig, dass ihr mit Frau Becker weitermacht und dass wir uns auch bald wiedersehen. So, vielen Dank und mach's gut. Ihr macht genau das Richtige, indem ihr für die Prüfung übt. Tschüss!